Heute bei 13,8 Grad mache ich jetzt den Pool winterfest. Es ist einfach zu kalt. Wir haben ja auch keine Heizung. Als erstes würde ich mal diesen Dreck vom Boden rausholen. Dazu nehme ich wieder einen Poolroboter. Dann werde ich noch ein bisschen den Rand schrubben und den Pool auch hochchloren. Ich habe noch Flüssigchlor, dann nehme ich noch den Rest und dann lasse ich das. Werde ich auch noch mal den Filter rückspülen. Und dann schaue ich für den Skimmer und für die Einlaufdüse, gibt es so Verschlussstopfen. Da schaue ich mal, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, mache ich die einfach rein, montiere die Schläuche ab und werde die auch entleeren. Da werde ich dann einfach auch von dem Filter das Wasser ablassen und die Pumpe werde ich abbauen und im Haus lagern. Das Mehrwegventil mache ich auch ab. Das lagere ich dann auch im Haus. Und wenn der Filter, wenn da das Wasser draußen ist, kann er mit dem Glas, mit dem AFM, dann aber draußen überwintern. Den Pool werde ich dann am Ende abdecken mit einer Siloplane. Schaue ich mal, wie das funktioniert. Da ist die Idee, dass es eben ganz lichtdicht eingepackt ist, damit dann keine Algen wachsen über den Winter. Wenn das Wasser durchgefriert, macht es wohl nichts. Man darf nur das Eis nicht zerstören, damit dann nicht die scharfen Eisschollen ein Loch in die Folie schneiden. Das Sprungbrett werde ich dann auch noch abmontieren und trocken lagern. Und das machen wir dann wieder im Frühjahr hin. Schade, aber jetzt beginnt der Winterschlaf. Der Poolroboter hat jetzt eine Runde gedreht und man sieht schon, dass er einiges an Dreck und Schmodder aufgesaugt hat. Ich lade ihn jetzt auf, ich putze ihn jetzt, lade ihn auf und dann lasse ich ihn nochmal fahren. Vom Einwintern schaue ich auch, dass der pH-Wert und der Chlorwert optimal ist. Dazu nehme ich wieder meinen PoolLab 1.0. Ich fange an mit dem pH-Wert und wenn der in Ordnung ist, chlore ich auf und messe dann danach nochmal den Chlorgehalt. Da ich anorganisch chlore, gibt es eigentlich auch nicht zu viel Chlor. Deswegen macht davor messen keinen Sinn. Das ist jetzt eine Phenolrot-Tablette, die muss ich ganz auflösen und dann starte ich die Messung. Das ist gar nicht so schlecht, aber ich gehe jetzt runter mit dem pH-Wert auf 7,0 und gebe dazu jetzt flüssiges pH- dazu. Hier seht ihr mein pH-, mein pH-Senker. Und da ist es eben so, dass nach Anleitung man 300 ml pH-Senker braucht, um 10.000 Liter, um 0,1 zu senken. Ich möchte um 0,2 senken, das heißt, ich brauche 600 ml. Und ich habe 30.000 Liter, das heißt, ich brauche 1,8 Liter. Ich habe hier einen einfachen Messbecher, den ich für so Zwecke nehme. Das heißt, den brauche ich einmal voll und dann auch einmal 800 ml. Das gebe ich dann rein, lasse es nochmal eine Stunde laufen. Und dann gebe ich auch das Flüssigchlor jetzt auch schon dazu. Und dann messe ich nach 3-4 Stunden, messe ich dann nochmal den pH-Wert und den Chlorgehalt.
Meine Chemikalien sind jetzt komplett aufgebraucht. pH minus, das waren gerade noch 1,9 Liter im Kanister, die habe ich jetzt reingegeben. Das waren 10 Kilo, das heißt, ich habe in einer Saison 10 Kilo verbraucht. Und beim Flüssigchlor waren es noch 2,7 Liter, die habe ich jetzt auch reingegeben. Das sind insgesamt 25 Kilo, die ich jetzt in einer Saison verbraucht habe. Also man sieht, das hält sich eigentlich in Grenzen. pH-Wert darf ja ruhig bei 7 sein und der Chlorwert darf ruhig ein bisschen höher sein jetzt für die Einwinterung. Jetzt lasse ich schön die Pumpen laufen, dass sich das Ganze verteilt. Ich laufe da immer um den Pool rum und gebe es überall rein, dass es nicht an einer Stelle zu Boden sinkt und mir vielleicht die Folie verfärbt. Man sieht, hier ist noch ein bisschen Schmutz am Boden. Das heißt, ich lasse den Poolroboter nachher auf jeden Fall nochmal laufen, wenn er aufgeladen ist. Bevor ich dann die Pumpe abbaue und so weiter, tue ich natürlich nochmal einen pH-Wert und den Chlorwert messen, damit ich das dokumentiert habe vor der Einwinterung. Aufladen, etwa 3 Stunden hat es gedauert. Macht der Robi jetzt die zweite Runde. Man sieht, wenn der Akku ganz voll ist, dann ist er auch ziemlich schnell unterwegs. Vorher ist er deutlich langsamer gefahren. Scheinbar entlädt der Akku sich auch durch Nichtbenutzung selber. So, auch beim zweiten Mal Poolsaugen ist doch einiges Dreck im Poolroboter und den wasche ich jetzt auch wieder aus. Während dem Rückspulen tue ich jetzt noch mal ganz kurz den pH-Wert und den Chlorgehalt messen. Also wieder Wasser rein, 10 ml, Deckel drauf und auf 0 drücken. Jetzt hat er 0 Wert, jetzt kann ich testen. Das Wasser ist jetzt schon deutlich klarer. Jetzt schauen wir mal an der Pumpe und am Filter. Also hier sieht es jetzt auch schön klar aus. Und hier auch den Vorfilter muss ich nachher noch sauber machen. Aber es sieht doch sehr gut aus. So, jetzt mache ich die Pumpe gleich nochmal aus und dann gehe ich auf Nachspülen. Hier hinten ist die Einstellung Nachspülen. Ich mache jetzt gleich nochmal das Filtermedium sich verdichtet und dann muss ich später auch noch das Wasser hier unten ablassen. Die Pumpe ist aus, jetzt kann ich das Ventil einstellen. So, und jetzt auch nochmal die Pumpe anschalten. Also das Wasser ist sehr schön klar, sieht man im Schauglas. Ich bin jetzt eher bei Nachspülen. Jetzt warte ich noch ein paar Sekunden, dann stoppe ich die Pumpe. Messen pH-Wert und Chlorwert, wenn es alles passt. Mache ich noch die Winterstopfen rein bei den Ventilen, also bei der Einlaufdüse und bei dem Skimmer. Und dann kommen die Plane drauf. Ich fange jetzt an mit der pH-Messung. Ich habe wieder eine Phenol-Rot-Tablette reingemacht. Jetzt soweit aufgelöst, kommt der Deckel drauf und dann wieder auf pH. 15 Sekunden warten. Und pH-Wert von 6,99, also gerundet 7,0. Also absolut in Ordnung. Jetzt messe ich noch schnell das freie Chlor. Diese DPD-Tablette lässt sich sehr schwer auflösen, aber ihr seht schon, dass es so leicht violett wird, also das heißt, da ist auf jeden Fall Chlor vorhanden. Es sind aber auch noch einige Stückchen da, die müssen halt komplett weg sein, sonst messen wir das falsch niedrig, das Chlor. Jetzt vor der Einwindung ist das schon interessant, aber ich habe mein letztes bisschen Flüssigchlor reingekippt. Das heißt, ich hätte jetzt auch gar kein Chlor mehr da und müsste, wenn, dann organisch chloren. Also Mini-Chlor-Tabletten habe ich noch. Aber ich habe die ganze Saison anorganisch geklort mit dem Flüssigchlor und würde es auch gern beibehalten, um keine Cyanursäure im Wasser zu haben. Jetzt mal schauen. Also mein Alternativ ist, müsste eigentlich das freie Chlor mit dem aktiven Chlor auch übereinstimmen. Bei einem pH-Wert von 7, den habe ich ja. Und wie gesagt, keine Cyanursäure im Wasser, weil ich nie organisch geklort habe. Ansonsten gibt es auch Rechner im Internet, mit denen man dann das aktive Chlor berechnen kann. Jetzt messen wir mal. Also
Alles klar. Wieder 15 Sekunden warten. 0,39 habe ich jetzt, also gar nicht so wahnsinnig viel. Aber das ist jetzt okay, das Klo baut sich ja sowieso dann ab bei der Einwendung. Wichtig ist eben, dass es lichtdicht abgedeckt ist, damit keine Algen wachsen können. Im Pool war hier so eine Gummischeibe dabei, allerdings passt die überhaupt nicht in diesen Lochausschnitt und ich weiß auch nicht, wie ich damit abdichten soll. Jetzt habe ich die Idee, dass ich hier so eine Siloplane reinklemme. Das teste ich jetzt gleich mal. Und dann eben den Skimmer wieder hinschraube und dann hoffe ich, dass es dicht ist. Das versuche ich jetzt gleich mal, ob das klappt. Also die Abdichtung vom Skimmer war schwieriger als gedacht. Mit der Silofolie ging es nicht. Die war zu dick. Außerdem hat das Gewinde dann auch gleich Löcher reingeschnitten. Ich habe jetzt hier mit so einem Gefrierbeutel den Doppel genommen. Der ging gerade rum. Das Problem ist ja eben, dass da dazwischen ja auch eine Dichtung ist. Das heißt, ich musste erst den Gefrierbeutel drüber stülpen und dann die Dichtung reinmachen. Ohne Dichtung ist es gar nicht dicht. Jetzt sieht es erstmal für den Moment dicht aus. Ob das jetzt wirklich hält, weiß ich nicht. Aber naja, wenn der Gefrierbeutel platzt, dann verliere ich halt eben 10-15 cm Wasser. Dann läuft es halt hier quasi leer. Und jetzt habe ich hier noch das Problem mit der Einlaufdüse. Da würde ich jetzt auch innen... Da ist zwar so ein komischer Stöpsel dabei, den ich hingemacht habe, aber... Der taugt halt auch gar nichts. Das heißt, ich würde jetzt innen auch noch eine Folie rummachen mit Kabelbinder und hoffen, dass es was bringt. Ja. Also meine Konsequenz ist, nächstes Jahr werde ich die Einlaufdüse und den Skimmer, ich werde es zukleben, gescheit, mit einer Folie und Folienkleber. Und dann werde ich an den kurzen Seiten vom Pool, werde ich einen richtigen Skimmer anbringen und auch richtige Einlaufdüsen. Das hier taugt wirklich gar nichts. Ich habe noch mit dem Poolhersteller eine E-Mail geschrieben, aber da kriegt man leider auch keinen vernünftigen Support. Den Pool mal provisorisch mit der Siloplane abgedeckt habe. Die ist 125 Mikrometer stark. Weiß auf der einen Seite, grün auf der anderen Seite. Ich habe sie deutlich zu groß genommen, 8 Meter breit, 12 Meter lang. Weil ich es nicht so genau wusste. Ausgerechnet habe ich, dass ich etwas über 7 Meter brauche. Ihr seht ja, wenn das Wasser ein bisschen abgesenkt ist, dann geht die Folie natürlich nach innen rein. Die muss ich noch ein bisschen mehr innen rein machen, damit nachher, wenn viel Wasser drauf ist, die nicht durch die Spannung reißt. Ihr seht hier drei Erhebungen. Da habe ich einfach große Kanister, etwa ein Viertel mit Wasser gefüllt als Eisdruckpolster. Die Kanister hatte ich, das hat jetzt nicht viel gekostet. Im Internet müsste unklar, ob man das machen muss oder nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal reingelegt, das schadet ja nicht. Und dann werde ich nachher die Siloplane festmachen mit diesen Klammern. Damit die Klammern in die Siloplane nicht ein Loch reindrücken, werde ich eben so ein Stück Geoflies zuschneiden und immer drunter machen unter die Klammern. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich den Skimmer und die Einlaufdüse zumindest mal provisorisch abgedichtet habe. Hier seht ihr das, wir haben so einen Waterman-Pool. Der hat den vermeintlichen Vorteil gegenüber den Intex-Pools, dass er eben einen Skimmer dabei hat. Einen richtigen Einbauskimmer. Aber dadurch, dass es eben kein Intex ist, ist das wirklich extrem schwierig abzudichten. Ich habe einen Hersteller angeschrieben, hier steht ja auch die Kontaktdaten, kam aber leider noch gar keine Antwort. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich hier so einen Gefrierbeutel zwischen Skimmer und Verschraubung gemacht habt. Hier seht ihr, es ist richtig dunkel, also die Plane dichtet wirklich lichtdicht ab. Und das gleiche habe ich bei der Einlaufdüse gemacht. Zumindest jetzt hält es noch. Ich weiß aber nicht, ob das dauerhaft dem Wasserdruck und vor allem auch dem Eis entgegenhält. Wenn nicht, läuft einfach hier das Wasser ab. Ich habe die Schläuche weggemacht. Die werde ich jetzt noch komplett entleeren an der Pumpe und am Filter und werde sie dann auch trocken lagern. Und naja, ich habe einfach diesen Gefrierbeutel über das Gewinde gemacht und dann quasi reingeschraubt. Das heißt, das Gewinde zerschneidet den Gefrierbeutel, aber ich hoffe, dass er einfach dazwischen geklemmt ist. Und hier habe ich auch innen den Gefrierbeutel fixiert. Und dann kommt die Siloplane über alles drüber. Wichtig ist halt eben lichtdicht, damit keine Algen wachsen. Ich werde jetzt hier oben gleich noch ein bisschen mehr Wasser drauf füllen, werde mir aber zuvor die Plane noch richtig hinziehen, damit die überall so lang ist, dass sie seitlich runtergeht
und dass ich dann Holz und Steine drauflegen kann zum Beschweren. Und oben sind dann die Klammern. Ich habe jetzt einfach so Stücke aus dem Geoflies zugeschnitten als Unterlage. Ich spanne so ein bisschen die Folie und dann kommt einfach dieser Bügel drauf. Muss man aufpassen, dass sich die Haut natürlich nicht einklemmt. Die haben eine ganz gute Festigkeit. Und durch dieses Vlies wird halt eben die Folie nicht beschädigt, weder vom Pool noch von der Abdeckung. Die verteile ich jetzt ringsrum. Ich schaue immer, dass die Folie gespannt ist. Ich habe hier ein bisschen Wasser drauf gemacht, einfach damit sie mir nicht sofort wegfliegt. Und ihr seht ja meine Eisdruckpolster, die Kanister sind in der Mitte. Jetzt verteile ich mal kurz diese Bügel. Nachdem der Pool nun abgedeckt ist mit der Plane und die Clips seitlich sind und am Eck habe ich auch noch Steine draufgelegt, habe ich eigentlich auch noch so einen Spanngurt gekauft. Der ist 25 Meter lang, den wollte ich jetzt ringsrum machen um den Rahmen und das mache ich jetzt einfach mal und schaue, ob es hält. Spanngurt jetzt einmal außen rum gezogen. Sieht man jetzt schön Siloplane, Klammern. Spanngurt hält das Ganze fest. Hier, wo der Spanngurt ist, habe ich wieder ein Stück Vlies drunter gelegt, einfach damit da die Siloplane nicht beschädigt wird. Jetzt der Pool fertig eingepackt. Jetzt muss ich mich noch um die Filterpumpe kümmern und um den Sandfilter, beziehungsweise bei mir um den AFM-Filter. Und dann muss ich auch noch das Sprungbrett abbauen und trocken lagern.